Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft hier im Survival Mode mit mir, dem Slip. So, jetzt gehen wir uns hier an diese Seite dran. Und wenn hier die Erde, die Steine wegkloppen. Hat sich gerade so angehört, als wäre da ein Creeper am explodieren, aber das war nur der Grasblock da. Ja, so ist das halt, wenn man hier die Steine mal wegkloppen muss. Da kann man nicht mehr rein, ne? Und natürlich ist hier auch wieder ein bisschen Kohle dabei. Quasi Kohle inklusiv. Ne? Und so. Ich ignoriere mal gerade die Kohle. Falls mir das möglich ist. Diese zu ein, zwei Creeper hätte ich schon gerne, wenn wir gerade hier vorbeikommen. Naja, dafür kommt ein Zombie. Hallöchen. So, Edgy Badgy. Edgy Badgy, Jung. Ich habe nur einmal getroffen. Und das noch nicht mal richtig. Nee, nee, die Zombies heutzutage sind nicht mehr das Wahre. Nur die Creeper, die haben sie aufgemotzt. Pimp my Creeper oder was? So gab's, sowas gab es früher auf MTV. Und heutzutage läuft da nur irgendwelche männliche und weibliche Freunde, die dann aufeinander stehen. Oder Kim Kardashian oder irgendwelche Teenie-Mütter oder welche haben sich im Internet kennengelernt und wollen sich jetzt im echten Leben kennenlernen und brauchen einen da, der ihnen dabei hilft. Dann ist es doch ein Mann oder dann ist es eine Frau oder... Dann will der eine deine doch nicht und dann will er doch oder alles dann oder so. Naja, das
die ganze Fernsehwelt entweder die Leute vergraulen, die früher solche Serien geguckt haben, wie Pimp My Ride oder sowas. Weil sowas läuft jetzt auf D-Max oder TLC oder irgendwelchen anderen Serien. Sendern. Naja, die Spinne, die hat ja einen. Jetzt hast du dir überlegt, jetzt komme ich mal gerade schnell binnen 5 Sekunden aus dem Wasser raus, oder was? Ich weiß ja, das sind wieder so Folgen, wo man viele Sachen macht, wo nichts richtig passiert, aber wenn man hier eine gerade Fläche haben will, ob man im echten Leben oder nicht echten Leben, dann dauert das auch ein bisschen, da dauert das bestimmt schon nur 15 Minuten und dann hat man einen halben Fels von einer Tonne oder was abgetragen und dann ist das alles weg. Nee, da dauert das ein bisschen länger. Wenn man das alles im richtigen Leben machen müsste, dann würden die Let's Plays, wenn du dann noch 15 Minuten Let's Plays machst, ich glaube, dann bräuchtest du ein bisschen mehr, wenn du so da die Landschaft umgestalten willst oder machst. Und dann dauert das genauso lang, wenn man da mal die Erde oder die Steine wegmacht. Wenn man jetzt fast sieben Folgen hier weggemacht haben und ja, aber das ist Minecraft. Man baut, man muss das wegbauen, dann baut man das noch und das muss man noch wegmachen. Das ist halt so. Das gehört zu Minecraft leider dabei. Das ist inklusive. Oder dann spielt man wieder im Kreativmodus, dann baut man wieder riesige Sachen. Da braucht man genauso lang. Weil man ja die Steine einfach hinsetzt, da geht das zwar auch schnell, aber da baut man bestimmt keine kleinen Blockhäuschen und eine kleine Villa. Ne, da baut man ein Schloss oder eine Festung oder irgendwas. Also zumindest sehe ich das so, dass man das macht. Alter. Nach einer Zeit so 2 Stunden und 15 Minuten auf dem Arsch zu sitzen, das tut schon weh irgendwann. Wenn man keinen richtigen Stuhl hat. Also nicht den Stuhl, ne? Nicht kacken und so. Einige können das ja auseinanderhalten unter euch. Stühle aus Holz, Stuhl aus Essensresten, die vom Körper ausgeschieden werden. Ob Mensch oder Tier. Ich habe auch Abfallstoffe von Tier. Ich weiß nicht, was das gerade war, aber ich glaube, das wird mir jetzt nicht die restlichen paar Minuten noch auf die Nüsse gehen. Und da ist schon mit der Erde vorbei. Da müssen wir jetzt nochmal gerade 1-2 von diesen Sachen holen, von der Erde holen, damit wir da fertig werden und damit wir dann beim nächsten Mal anfangen können, da was hinzubauen. Vielleicht werden wir dann noch die ein oder andere Wand wegreißen müssen. Ich glaube, das reicht erstmal.
für das noch ein bisschen, bis es, für das da noch fertig zu machen. Draußen ist es jetzt schon wieder warm, aber durch diese Folie, die ich euch vor ein paar Folgen von erzählt habe, ist hier relativ kühl, also relativ angenehm drin. Warm, ja, aber nicht, dass man sagen könnte, ich schmelze es gleich weg oder so. Ist einfach nur warm, angenehm ist es. Wenn das dann im Winter genauso ist, dann bin ich vollkommen zufrieden damit. Also, dass es hier schön warm drin ist und keine Kälte von außen nach. Ja klar, ein Stein und dann ist das Ding direkt kaputt. Jetzt holen wir die Steine von da aus und klatschen die Erde da dran, rein, an, wie auch immer. Mal das noch ein bisschen hier. Eile mit Weile. Ja, ich konnte doch nicht widerstehen, den hier wegzumachen. Erstens musste ich hier weg. Und zweitens musste ich hier weg. Und ein bisschen Rumba-Musik. Oder Cha-Cha-Cha oder wie auch immer. Das war früher Musik bei den Spielen. Heute ist es natürlich noch epischer geworden. Aber früher hat man sich schon mit dem zufrieden gegeben, dass er nur Töne waren, dass er nicht einer rumgesungen hat oder so. Aber es entwickelt sich ja immer wieder weiter. Zum Glück. Für euch, für uns. Jetzt noch ein bisschen Metal. So kurz vor knapp. Ich überziehe mal ein bisschen, dass man das noch gerade hier. Ja, das war mir so von was von klar. Damit wir hier das noch gerade wegbekommen und hier noch ein bisschen Erde auffüllen können. Und jetzt ein bisschen Reggae-Musik für den Schluss. Mittlerweile kann ich die Musik auch schon auswendig. Ihr bestimmt auch schon. Aber ich traue mich keine andere Musik hier zu nehmen. Bis jetzt haben sie ja noch nichts gesagt, haben sich noch nicht beschwert. Also von daher sagen wir mal nichts. Sind ganz ruhig. Unendliche Weiten. Erde und noch mehr Erde.
I needed more training. Oh. I told them to drop dead. Aha. Sie droppt den Dead. Nicht den Beat, sondern den Dead. I don't know how I survived that fall. Ja. Something strange must have happened. Ja, ja, schon klar. Juju. My pulse is beating like a drum. Aha. But my blood is running cold. Okay. I'm not sure what's going on, but aha. I came here with a question. Aha. Question is, what's the the question is, what is the question, oder was? How much is the fish, oder hyper hyper, oder ja, tut mir leid, das sind so doofe Titel, aber naja, wenn man so 50 so 5 Wodka getrunken hat oder mehr, dann kann man nur noch das singen, was anderes fällt ein kommt dann einem nicht so leicht über die Lippen. Aber wie ihr ja schon wisst, trinke ich nicht gerne Wodka. Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen 1,5 Minuten überzogen, aber das sollte ja nicht weiter schlimm sein. Wenn schlimm ist, tut man ein Pflaster drauf. Jetzt haben wir wenigstens schon mal so ein bisschen angefangen, hier ein paar Flächen zu schaffen, wo wir dann wieder was bauen können. Hier werden wir dann zubauen. Hier müssen wir noch ein bisschen wegkloppen. Das machen wir dann demnächst. Vielleicht machen wir das auch noch weg. Was da oben ist, ich glaube, gehört ja zu dem Villa-Dingens-Gedöns. Zu dem Berg da hinten. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und beim nächsten Mal, ja, gucken wir mal, was wir dann bauen können. Ne? Irgendwas Schönes. Mit Steinen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.